Willkommen zurück an alle und wir spielen einfach weiter. Let's go. Red Coin Mayhem. Ich merke tatsächlich schon, dass ich so ein bisschen müde bin. Aber nur ein ganz kleines bisschen. An sich geht das. Und auch hier kann man wieder cheesen. Die Frage ist, wo... Okay, wir gehen mal hier rein. Es müsste ja irgendwas sein, wo man einen Schlüssel bekommt. Okay. Warum springe ich da rein? Egal. Okay. Oder okay, das ist der Cheese. Oh mein Gott, warum denken die Creator nicht dran? Warum? Was ist so schlecht? Oh Gott. Gut, den Helm nehme ich mir mit. Oh mein Gott. Das muss einem doch auffallen, bevor man das hochlädt, dass das geht. Nee. Glaubt ihr wirklich, der Creator hat das dreimal durchgespielt? Dreimal? Ohne, dass ihm das auffällt, dass man da durch kann? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich guck mir gleich die Zeit an, die der Creator gebraucht hat. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, dass dem das nicht auffällt. Das kann man mir doch nicht erzählen, dass das nicht auffällt. Abschlussprüfung 1,33. Okay. Aber Abschlussrate über 10%. Also es war ein... Ich sag mal, einfaches Expert-Level. Naja, deswegen guckt man sich immer die Rekorde an. Wenn man hier reingeht. Gibt ja oftmals irgendeinen Hinweis auf potenzielle Bieses. Nein. Kann ich mir 3 Leben holen? Nein, ja, so nicht. So nicht. Okay, ich hol mir. Ja, okay, ich hol mir die 3 Leben. Weil an sich ist es egal, glaube ich. Okay. Einmal. Ja, okay, ich verzichte auf die 3 Leben. Ich verzichte auf sie. Ich hab hier genug. Ne? Wenn ich jetzt 10 Leben hätte, okay, dann würde ich mitnehmen. Ja, aber ich hab ja mehr als genug. So. Ja, okay. Oh mein Gott. Oh. Geduldslevel. Ja, egal. Ist mir egal. Verbrennt mich. Hoffe, ich krieg nochmal ein Power-Up. Das wäre cool. Oder die 3 Leben kriege ich hier. Das sage ich natürlich auch nicht, nein. Ah, oh, ich würde fast wetten, dass man hier ins Ziel kommt. Ich probier's einmal. Bin ich im Zielscreen? Ich glaube schon. Natürlich. Ja. Hallo Bowser, Flamme. Oh mein Gott, okay. Wir gehen jetzt mal den normalen Weg. Ich gehe ein bisschen zu läppisch mit meinen Power-Ups um. Oder zu fahrlässig, besser gesagt. Das ist nicht gut. Und hallo Bowser. Hallo Stern. Okay. Gut, ja gut. Man hätte den finden können. Okay. Ja, das war das Level, oder? Ich glaube schon, ja. Okay, ja. Oh mein Gott. Manche Creator sind wirklich komisch. Okay, Rekord. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der wollte, dass man... Oder dass er wollte, dass die Spieler quasi die Feuerblume behalten müssen. Das wäre schon gemein. Ein Schweizer!
Schweiz, Schweiz, Schweiz. 3 Minuten. Ja, das Problem ist halt Semi-Automatik. Was heißt das jetzt, ne? Wann muss ich was drücken, wann nicht? Das ist die Frage. Ich denke mal, das halbe Level ist Automatik und die andere Hälfte ist halt nicht Automatik. Hoffe ich zumindest. Aber mal gucken. Mal gucken. Ich würde hier am liebsten direkt da reinspringen ins Loch. Aber ich lass das lieber. Ja, vielleicht brauchen wir die Plattform noch. Okay. Ja, okay. Ich hätte hier direkt rein können. Und ich fand jetzt den Automatik-Part jetzt auch nicht so geil. Ich krieg hier 3 Leben. Ja, theoretisch. Warte. Doch, ich krieg die. Okay. Das ist zwar nicht so einfach, aber das ist auch wieder so eine coole Farm. Autsch. Ich sollte mal nicht reden, vielleicht. Nein, okay. Ist hier noch mehr? Natürlich nicht. Hier ist das Ziel, oder was? Nee, Checkpoint. Ja gut, da der Checkpoint ist, kann ich ja nochmal die Farm probieren. Okay, come on. Oh mein Gott! Okay. Natürlich. Gut, ihr habt an sich schon gesehen, dass das hier geht. So, eigentlich müsste ich es nicht nochmal zeigen. Ah, hier vielleicht. Oh, hier ist es chilliger. Okay, der Willi kommt immer. Auch eine Technik. Okay, wann kommt der nächste Willi? Genau, wenn der Willi hier zwischen diesen Blöcken ist, kommt der Willi raus. Genau. Genau, das ist so eine Timing-Trick. Das ist ganz gut, das eigentlich zu wissen. Okay, nice. Perfekt. Sehr gut. Okay. Yep. Okay, so, das ging doch besser. Okay. Oh, dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Oh Gott. Ein Leben. Ja, okay. Okay. Warum ist da eine Tür? Oh. Die Lava steigt sogar. Die Tür ist doch da nicht umsonst. Egal. Hm. Hey, das sieht sehr verdächtig aus, die Tür. Das ist gemein. Und Elea, guten Abend. Willkommen im Stream. Schön, dich zu sehen. Wie geht's, wie steht's? Oh ja, die Tür ist super verdächtig. Die ist mega verdächtig. Würde ich am liebsten auch gucken, ob da ein Death Exit ist, aber nee. Das will ich nicht bei jedem Level machen. Oh mein Gott. Okay, die Hammerbrüder sind gefährlich. Okay, das ist die Tür, oder? Es sieht nach einem Death Exit aus. Jetzt ohne Scheiß. Oh mein Gott.
Okay, mich würde es tatsächlich interessieren. Bei Blume? Okay. Passe wieder auf die Katze einer Freundin auf. Gammel da heute Nacht, also Ruhe. Alles klar, sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, Abend, ne, sage ich halt immer. Oh mein Gott. Ja, aber ich glaube, den Bowser muss man nicht besiegen. Ah, ist auch so eine geheime Tür. Da wäre ich sogar hingekommen. Ja, nee, ich glaube, da ist ein Death Exit. Ich könnte nachgucken, wenn ich will, aber nee. Burning Shells. Okay, let's go. Shell Level. Oh. Okay, okay. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Oh mein Gott, okay. Ich hatte noch kein Shell Jump Level heute. Schauen wir mal. Warum ist das auf Expert? Oh, da wird ein Reclaim verlangt. Okay, ja, das muss ich, glaube ich, skippen. Oh, nee, Upstraw. Okay. Was? Okay, Jank ist jetzt nicht so gut hier. Also, wenn ich schon ein schweres Level spiele, dann will ich keinen Jank dabei haben. An sich. Da ist der Schalter. Okay, der Koopa, den muss ich, rausnehmen. Was ist ein Death Exit? Nicht Death, also nicht Todesexit, sondern Death Exit für Developer. Also Entwickler. Entwickler Exit. Auf Deutsch. Was? Okay, ich brauche das Trampolin. Boah, ich könnte ja meine ganzen Leben reinballern, ne? In das Level. Frage ist, will ich das tun? Ach komm, das ist doch Jank hier mit dem Koopa. Das ist doch Jank. Das ist Jank, das ist nicht gut. Oder mache ich irgendwas falsch? Nee. Ich hau den Koopa da rein. Das ist Jank. Nee. Also ich will... Eigentlich will ich ein gutes Level haben, wenn ich schon sowas spiele. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ne? Oh mein Gott. Dieser Koopa! Nee, der Koopa ist Jank. Jank hoch 10. Ja, das Ding ist, wenn ich dem Koopa halt nicht vertrauen kann, dann weiß ich halt auch nicht, was ich halt dann danach mache. So, ich... Ja, keine Ahnung. Gott. Oder ich spiel's halt abseits von der Expert. Ja, ich mach noch 9 Versuche. Das ist doch nur ein Shelljump! Komm mal, ich würde ganz gerne einmal zu dem Trampolin kommen. Ja, chillen. Was will der hier von mir? Hä? Was war das für ein Setup? Ja, das ist ein Trick, den ich noch nicht hatte. Warum kommen jetzt doch noch Tricks, die ich... Hä, ich hätte... Hä? What? Ja, okay, ich denke, ich weiß, was ich tun muss.
Oh ne, ich muss den Shell nach oben, schmeißen und dann da quasi... Ich weiß nicht, wie dieser Shell-Jump heißt. Heißt der wirklich so? Triangle Shell-Jump? Toll, das ist doch kein Tutorial-Level. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh mein Gott. Oh, danke. So, das Shell up while still holding jump. And bonk it to the side. As you see, you can throw it up immediately after bouncing off the mole. You can throw it up immediately. Okay, ich darf den Crab-Button nicht gedrückt halten. Ja, genau so. Okay, das geht eigentlich ganz gut, klar. Anfängerglück. Okay. Ja, die Frage ist halt genau, wann man... Ich weiß nicht, also dass das jetzt hier so gut funktioniert, ne, das ist schon komisch. Okay. Ja, tendenziell klappt das. Okay, nice. Und, jo. Dann machen wir hier weiter. Dieses Shell-Level, ich habe das gerade noch locker 20 Minuten probiert oder sogar länger. Ah, ich habe es leider nicht ganz geschafft, aber ich werde es doch schaffen. Aber da ich jetzt hier euch nicht langweilen will, gehen wir dann doch wieder das normale Expert. Genau. Und... Oh Gott, jetzt muss ich doch schauen, ob ich hier überhaupt wieder da reinkomme. In das normale Spiel. Das nehme ich mit. Dankeschön. Und ich glaube, die Röhre war Cheese, ne? War nicht so beabsichtigt. Okay, ja. Passt. So, sowas spiele ich doch eher. Und ja, diese Stelle gehört definitiv auf Super Expert. Definitiv. Level 73. Dennis. Und ja, auch danke an die Hilfe von euch bezüglich Shelljump. Dankeschön. Und ja. Ja, dieses Shelldinger, ne, das ist noch so ein Gebiet, wo ich noch nicht so viel Erfahrung habe. Ne, schon so ein bisschen, ne, aber jetzt noch nicht so viel. Okay, was muss ich hier machen? Aber tatsächlich lerne ich da auch einiges dazu gerade. Das ist schon cool, wenn man die Sachen so grinden kann. Das ist schon nice und Roy. Kann er diese Wand auch kaputt machen? An sich ja schon. Okay, aber der geht da wahrscheinlich nicht hin. Nee. Aber wahrscheinlich kann man sich den Schlüssel hier sparen. Okay, passt. Oh Gott, das fühlt sich so komisch an, jetzt wieder hier so normale Level zu spielen. Nachdem man eine halbe Stunde lang so ein Shell-Level gespielt hat. Oh mein Gott. Wendy? Wendy? Oh mein Gott. Kein Power-Up hier, ne? So, Wendy, komm her. Oh, ist das jetzt Pick-A-Path? Ich hoffe nicht. Anscheinend doch. Okay. Ja, passt. Hast dich direkt richtig entschieden. Ja, die andere Tür wäre eine Falle gewesen. Sehr wahrscheinlich. Oh Gott. 10 Sekunden. Mal gucken, wie weit es da nach oben geht. Oh, das ist gemein. Oh mein Gott, was? Warum ist das auf Expert? Oh mein Gott. Okay. Oh, das reicht nicht von der Zeit. Es reicht nicht von der Zeit. Ich glaub's nicht.
Da kriege ich schon die 3 Sprünge hin und dann reicht's nicht. Oh, no. Ich glaube, ich skippe das. Ist ja eigentlich schon eine ordentliche Zahl und das müsste reichen, oder? Es reicht, okay. Oh mein Gott. Sehr gut. Juhu. Ja, und da ich das jetzt abgeschlossen habe, habe ich jetzt quasi eine Abschlussquote von 12% da quasi reingenommen. Weil wie viele Versuche habe ich gebraucht? 8 oder so? Ja, und da ich es jetzt geschafft habe, wird das halt auch auf Expert bleiben. Hätte ich es abgebrochen, dann wäre es vielleicht wieder auf Super Expert gekommen. Aber jetzt bleibt das. Jetzt bleibt das erstmal auf Expert. Vielleicht geht es sogar auf normal. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das ist schon teilweise echt krass. Okay, nice. Und Spooky. Danke dir für dein Follow. Und willkommen im Stream. Dankeschön. 18 Sekunden. Okay, wir gehen einfach mal rum, oder? Schade. Es hätte ja klappen können. Es hätte wirklich klappen können. Auch wenn die Rekordzeit auch wieder verdächtig aussieht. Warum macht man den Timer dann nicht auf 20 Sekunden? Wenn das ja anscheinend in unter 20 Sekunden geht. Hier kann man irgendwo abkürzen, glaube ich. Mein Gott, okay. Ich bin eigentlich schon sicher, dass ich es schaffen kann. So. Die Einstellung. Und ja, geht doch, meine Güte. Japaner. 8 Münzen oder reicht das Ziel? Okay. 1 Minute 8. Okay, das Level ist ein bisschen komisch. Okay, ich muss jetzt mega schnell sein mit dem P-Switch. Okay, es reicht. Ich denke mal, das ist eine Problemstelle für die meisten Leute und das wird wahrscheinlich der Grund für Expert sein. Oh, das hier auch. Ja. Okay, aber ansonsten sieht das eigentlich relativ entspannt aus. Ich traue der rechten Seite nicht. Oh, das ist auch eklig. Okay. Ah, passt. Okay. Ja, genau, wenn man hier nämlich so startet, dann macht man so einen großen Sprung. Deswegen habe ich hier schon mit dem Schwimmen gestartet. Und dann konnte ich hier so einen kleinen Schwimmer machen. Ja, das muss man auch wissen, ne? Okay, ich brauche nur noch eine. Naja, das Level ist ganz gut. Ich hoffe, es ist nicht auch noch eine Falle. Aber ne. Okay, cool. Ah, vielleicht waren in der Röhre auch noch 3 Leben. Aber egal, wir haben ein Leben, das passt. Der Boyka-Test. Was ist der Boyka-Test? Okay, das könnte was mit Physik zu tun haben. Oh, okay. Ah, ich will den Sprungknopf gedrückt halten. Und ich halte ihn nicht gedrückt. Oh mein Gott. Okay, gemein. Okay. Das ist auch nicht ganz so einfach da. Okay. Unangenehm. Okay. Hm.
Das ist in Ordnung. Checkpoint bitte, das wäre cool. Danke. Okay, bisher ein cooles Level. Oh mein Gott, bisher. Okay. Ja, hier wird das Movement eigentlich komplett abgefragt. Ob man das kann. Habe ich so im Gefühl. Okay, nice. Okay, leider keine drei Leben. Schade. Aber auch wieder Second Try. Oh ne, dritter Versuch, glaube ich, war das. Okay, nice. GG, vielen Dank. Und wir haben wieder 10 Level geschafft und wir machen weiter.